Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3, Part 26 im Fitnessbereich. Und wenn wir mal ganz ruhig sind, hört ihr das? Da singt oder summt ein Geist. Also gehen wir mal stark davon aus, dass es ein Geist ist. Wir werden es sehen. Oder auch eben nicht. Komm, ich weiß genau, wo du bist. Oder weiß ich doch nicht. Hier bist du. So, schön aufeinander. Oder kommen die Kleinen? Nein, ich erwische ihn nicht. Doch, ich erwische ihn. Oh, wüterig im ersten Anlauf zerstört. Dafür gab es einen Erfolg. Habt ihr das gesehen? Harter Start in den neuen Part. Luigi ist am Zittern, aber hat sich eigentlich gut geschlagen. Wir müssen mal gucken, was es mit diesen Erfolgen noch auf sich hat. Das werden wir später alles klären. Auf jeden Fall haben wir Wüterich im ersten Anlauf gekillt. Mega. Okay, das war's von diesem Part. Haha, nein. Also Intro ab und dann geht's richtig los. Das war's für diesen Part. Wir wollen ja natürlich den Endboss besiegen. So, aber das Summen ist immer noch. Also es ist auf jeden Fall im Nebenraum. Es ist Duschen. Und wir sehen schon. Wir können hier drin die Strobo blitzen. Solange wie es hier dampft. Wir müssen. Okay, wir müssen die erstmal ausmachen, die Duschen. Die Frage ist, in welche Richtung müssen wir drehen? Okay, jetzt ist aus. Das heißt, wir können jetzt endlich mal mit Luigi hier runter, oder? Nee, können wir nicht. Alles klar. Okay, die hat noch nicht so richtig den Durchblick. So, jetzt. Jetzt machen wir euch alle platt. Komm, einer ist hier noch. Die Sau macht einfach wieder an. Was ist er denn für ein Spinner? Bildet der sich ein? Da ist noch einer. Einer ist gar kein Ausdruck. Wichtig ist, dass sie nicht die Dusche anmachen. Das war der Knuddel, der uns erschreckt jetzt gerade. Jetzt hat er uns hier einmal getroffen. Ah, da ist noch einer von denen. Das sind zwei von diesen Knuddelviechern. Wir können sie mit Luigi ablenken, aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, wenn wir hier. Da ist noch einer. Da wäre sogar drei gewesen. Eine richtige Duschparty. Wer hat die Seife fallen gelassen? Welcher Geist war's? Wir saugen sie weg. Obwohl, das klingt auch ein bisschen komisch. Abgelenkt, mein Freund. Oh, ich krieg ihn nicht. Jetzt. Und immer auf den Luigi. Batz, batz.
Luigi, mein bester Freund. Okay, wir kriegen den Fisch da irgendwie nicht, aber ist egal. Okay, jetzt kriegen wir den Fisch. Und das alles für ein Juwel. Wunderbar. Mr. Luigi, tu deine Pflicht. Wunderbar, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir jetzt hier echt nicht mehr hoch? Wir wollen natürlich noch die andere Seite uns angucken. Und einmal wieder abwärts. Ach, Luigi. Was würden wir nur ohne dich tun? Okay, gibt's anscheinend nur Geld. Gehen wir mal weiter. Wir sind endlich angekommen in der Schwimmhalle. Er hat wirklich nur 60 Lebenspunkte. Oh nein, hier hinter, verstecken. Kuckuck. Kuckuck. Und das ist hier irgendwas? Nö. Ah, ja, ist verstanden. Warte. Deswegen spritzt er auch mit Wasser. Nein, er hat mich echt erwischt. Ich habe mich doch dahinter versteckt, hinter der Säule. Okay, es könnte ein bisschen kritisch werden. Nein! Weil es ist vollkommen klar, was wir machen müssen. Kuckuck. Hier bin ich. Na? Okay, er hat sich einen Ball geholt. Nein, ich wusste. Okay, wir müssen ihn ablenken. Vielleicht müssen wir auch absichtlich Schaden einkassieren. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen ganz doof. Auf mich darfst du spritzen hier. Mir ist es egal. Kuckuck. Gut, es ist Wasser, mein Freund. Das stört mich nicht. Hier, guck mal hier. Hier ist deine Zielscheibe. Komm mal her. Hol dir einen Ball. Und dann weißt du Bescheid. Hey, das machst du wunderbar. Verdammte Axt.
Reicht hier noch nicht, ne? Natürlich nicht. Ah, verdammte Axt. Okay, bei einer Schau. Hier ist also jetzt wieder so ein... Krieg ich den hier irgendwie stärker abgelenkt? Verdammt. Gar nicht so leicht. Mann, ey, es kann doch nicht wahr sein. So, von hier müssen wir, glaube ich, pusten. Aber ich treffe natürlich nicht. Das ist natürlich wieder... Das wird hier ein harter Kampf. Und lange dauert es. Und einfach nur hier die Zeit abzu... Nein! Warum? Okay, mehr Zeit haben wir, wenn er richtig, richtig ausholt, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wir müssen es probieren. Da. Jetzt. Ah, manchmal freut er sich ein Kullerkeks lang und dann spuckt er wieder zweimal nacheinander. So, jetzt. Ich verstehe es noch nicht. Ich blick's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das in der Zeit schaffen soll. So, jetzt geht er runter. Dann kommt er hoch. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie wir das so schnell hinkriegen sollen. Wir kommen hier selber nicht rüber. Also ich meine, klar, wir müssen mit Luigi ablenken. Also mit Luigi. Da kriegen wir den noch irgendwie ausgenockt. Verdammt, wir kriegen ihn wirklich ausgenockt. Ja, das ist ja natürlich... Das hätte man viel früher machen können. Oh, nee. 10 Minuten umsonst hier wieder gekämpft.
Und das alles nur, um jetzt eigentlich den eigentlichen Kampf zu beginnen. Okay, jetzt so schnell wie möglich runter. Runter, 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 runter. Oh, müssen wir echt runterlaufen? Ach, Luigi, du bist eine Pfeife. Mann! Aber wir wissen doch, was wir machen müssen. Ah, okay. Gott. Das war's zumindest. Okay, der Boss war eigentlich relativ einfach, wenn man sich nicht so glatt angestellt hätte am Anfang. Den hätten wir wirklich sehr, sehr schnell besiegen können. Aber egal. Egal, wichtig ist, dass wir es gemacht haben. Und damit ist auch Etage 14... für uns bereit. Haben wir das mal probiert, hier runter zu saugen? Was ist denn da los? Der kam unerwartet. Nee, das war schon richtig. Na, nur eine. Nur Geld. Aber wir haben es noch nicht gemacht gehabt. Hier ist der Weg, Luigi. Ach, da ist die doofe Katze wieder. Und die klaut uns natürlich wieder den Knopf. Oh, echt jetzt? Alle gucken zu. So, da ist er. Wir sehen's. Oh, genau. Alles wieder von vorne. So ist er, Miezekätzchen. Boah, wir hängen am Geländer. Wir saugen euch allein. Wir saugen euch allein. Oder wie ist eigentlich Quatsch? Ich. Aber es erklärt immer noch nicht, wo ist die Katze? Die miese Katze. Sie ist da hoch. Da oben ist sie lang gelaufen.
Oh, müssen wir das jetzt echt mit Luigi auflösen, nur damit wir hier weiterkommen? Ist ja klar, dass er wieder im nächsten Raum ist. Ah, Katzenjagd. Vor allen Dingen dreimal. Los. Ja, so, zack, da durch die Wand. Alles klar, so wie wir es gedacht haben. Einfach in den nächsten Raum. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier unten hätten machen müssen. So, wir wissen, wo sie ist. Sie ist hier in dem Ding drin. Hier in dem Ding drin. Das wollen wir jetzt anschießen. Können wir nicht. Machen wir das so. Alles klar. Oh, echt jetzt? Ist das ein... ein Vieh. Achso, jetzt wissen wir, wofür die Boxhandschuhe sind. So, endlich haben wir die Möglichkeit, uns mit der Katze zu duellieren hier. Jetzt mal interessant, ob sie jetzt gleich hier auch mit runterkommt, während wir hier gegen die Geister kämpfen. Also klar. Er hat eine Hand in der Hand. Ach, ein Knuddler ist auch noch da. Ist ja ordentlich was los hier. Ja, das würde man nicht machen. Haben wir genau den Falschen erwischt. Und die Miezekatze, die steht da oben und guckt zu. Okay, wenn der Pirsch auf der anderen Seite weiterläuft, dann ach, egal. Da oben ist er. Wir sind jetzt einmal rum. Einmal nochmal durch. So, los geht's. Haben wir lange drauf gewartet. Sieht echt doof an. Das kommt, ey, besser kann ich es dir noch nicht anbieten hier. Ah, das war zu früh. Wir hatten es damals schon mal. Bei den drei Schwänze, das heißt, dreimal müssen wir das machen. Papier! Na, ah, natürlich, eine Etage tiefer. Das heißt, wir werden wieder durch die Etagen reisen. Ab zur Strandbar. Gut, ein klein wenig traurig, dass das jetzt doch das gleiche ist, wie wir schon mal hatten. Mit der Miezekatze.
Ja, bis jetzt war es ja so, dass ich das nicht angefühlt hätte, als wäre das so, um das Spiel in die Länge zu ziehen, Backtracking, aber das hat sich jetzt eben gerade so geändert. So, hier irgendwo werden denn die Tatzen sein. Hier ist unser Pirscher. Da sind die Katzentatzen. Wunderbar. So, Miezekätzchen läuft da lang. Unser Hühnchen auch. Wir folgen einfach auffällig. So, wie es aussieht, hat die Bar dann jetzt doch mal ihre Daseinsberechtigung, weil jetzt werden wir wohl rein müssen, ne? Nee, sie ist hier weitergelaufen. Sie ist nach draußen zum Piratenschiff gegangen. Okay, dann gehen wir das auch. Als allererstes holen wir uns die Schlange hier, bevor die uns wieder beißen. Blöden Schlangen. Irgendwas hat mich getroffen. Ach, hier ist vergiftet. Ey, das ist ja gar nicht lieb. Wir können aufs Schiff. Sind aufgeräumt. Aber wir müssen den Kampf da unten annehmen. Weil sonst hier nichts passiert weiter. So, hier geht die Katze lang. Ah, ah. Ey, ganz neuer Ton hier von der Katze. So, den Lehm wollten wir uns noch schnell mitnehmen. So, lassen wir hier die Geister Geister sein. Da ist er. Können wir jetzt hier wenigstens gleich das Finale bestreiten? Nein. Es geht eine Etage tiefer. Genau das dachte ich mir auch gerade. Luigi, genau das dachte ich mir auch gerade. Aber gut, aber gut. Achso, hier ist so ein... Oh nee, wie konnte ich das nur vorher übersehen? Naja, gut. Haben wir das Juwel auch noch mitgenommen. Okay, let's go. Wir gehen in die Elf in Welt der Wunder. Bis jetzt immer noch für mich die doch schlechteste Etage. Auch wenn das Fitnessstudio jetzt auch nicht so prickelnd war, aber da war wenigstens das Interessante, der Bosskampf. Der war da, obwohl der war bei Welt der Wunder auch nicht gerade verkehrt. Ja, wir sind ja, irgendwie hat es mir nicht so angetan. Oh, Geister im Fahrstuhl. Eine ganz neue Art. Wo seid ihr denn? Hier.
Ich überlege gerade, ob wir das schon mal hatten. Geister im Fahrstuhl. Ich weiß es nicht mehr, aber ich staune schon wieder, wie lange wir von Etage 12 bis Etage 11 fahren. So, bitte, bitte, bitte übertreibt es nicht mit der Länge dieses Abschnittes hier und der Katze. Oh, ehrlich jetzt, ja. Kein Bock hier auf den Geldgeist. Gut, er ist da reingesprungen. Naja, da sehen wir doch mal. Mann, es kann doch nicht so schwer sein, den Hut jetzt hier. Schieß! Warum schießt du nicht mit dem Stroboblitz? Nein, das ist mit Absicht so. Okay. Das ganze Level hat sich ja auch ein wenig geändert, wie ihr seht. Weil hier gab es vorher noch nicht die Möglichkeit... Okay. Ja, wir wissen auch, wo sie ist. Aber wie kriegen wir das Ding jetzt auf mit dem beherzten Jump? Ah, bestimmt mit den vereinten Kräften von Luigi und Fluigi. So, das sollte jetzt damit auch gewesen sein. Wir gehen ein bisschen weiter weg. Die Katze hat halt Star-Allüren. Oh, das war ein neuer Move. Das war ein neuer Move. Nicht schlecht. So macht man es. Also beim ersten Mal einfach die Strobo blitzen. So, adios, mein Kätzchen. Und diesmal gibt es dies wirklich nicht mehr. Ja, ich weiß, Treppe hochlaufen ist schwer. Ein zweites Mal in diesem Part. Holen wir uns den Knopf Nummer 14 für unseren Aufzug. Und wir werden ihn noch anbringen. Wir werden ihn noch anbringen. Das machen wir noch. Der Weg ist ja vergleichsweise kurz. Wir gehen jetzt auch endlich mal hier an die richtige Seite. So, damit sind wir soweit hier fertig. Ab in die Disco und dann fehlt uns nur noch die letzte Etage. Mal gucken, das Kätzchen ist jetzt auf jeden Fall für immer weg in unserem... Ja. Wie ist der Schreck weg? F-L-U. Tja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Auch wenn wir beim ersten Boss ein bisschen Zeit verplempert haben, haben wir es dann, denke ich mal, beim Kätzchen relativ gut und schnell hinbekommen. Und nochmal ein bisschen was gesehen, wo wir schon überall waren.
Jo, ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Abonniert hier auf der linken Seite den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert das Glöckchen, damit verpasst ihr auch kein Video. Lasst einen Daumen nach oben da, immer ganz wichtig für mich. Und auf der rechten Seite, oder generell dafür ist der Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, ne? Und auf der rechten Seite zwei andere Videos. Ihr wisst Bescheid, Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.